unser bauende Vereinshaus, unser zweites Vereinshaus hier in der Stadt São Paulo. Das ist hier die Lehre, früher ehemalige Deutscher Männergesangverein, gegründet 1884. Also dieses Jahr werden wir 127 Jahre alt. Der älteste deutsche Verein hier in Brasilien. Wann ist das nächste Fest? Jetzt Samstag ist Vortreffen. Da kommen 6 Chöre mit 150 Mann. Wahrscheinlich noch so 100 Zuschauer haben wir, so 250, 300 Mann hier. Das ist jetzt am Samstag. Mhm. Ich mache jetzt ein Sekretariat von der Lira, was schon 2 Jahre ungefähr. Ne? Wenn ich irgendwie hilflich sein kann, bitte.